Von Quielitz aus unterrichtet Werner Dors an der Hochschule für Technik in Leipzig im Homeoffice. Heute warten seine Studenten auf die Vorlesung zu Gebäudeenergierecht. Doch daraus wird nichts. Der Strom ist weg, seit über 45 Stunden. Ich hätte heute Morgen Lehrverpflichtung gehabt, Online-Vorlesung für die Hochschule, die letzte Vorlesung vor der Masterprüfung, und die musste ich dann absagen. Und auch nach Rückfragen mit dem Energieversorger, ich habe keine Information bekommen, wann wir wieder Strom haben. Alle Akkus leer, Rechner leer, Drucker leer, Scanner leer. Wir sind im Prinzip nicht arbeitsfähig. Heizung läuft nicht. Ich habe den Glück, dass ich hier einen Ofen habe, dass ich mir auch warmes Wasser machen kann. Den Stromausfall melden kann er nicht. Über 40 Mal hat er versucht, die Störungsstelle der EDIS anzurufen. Ohne Erfolg. Hier sieht man das Wasser rauslaufen. Die Lebensmittel sind im Prinzip alle verdorben. Einige Nachbarn haben ihre Häuser verlassen oder sind gar nicht erst reingekommen. Wie das heute so zeitgemäß ist, die Rollläden sind elektrisch bedienbar mit dem Schlüsselschalter. Die konnten ihr eigenes Haus nicht betreten, weil sie die Rollläden nicht öffnen konnten und damit keinen Zugang zu ihrem eigenen Haus hatten. Der Stromausfall ist Thema Nummer eins im Dorf. Auch sein Nachbar hat seine Tiefkühlvorräte abgeschrieben. Ich kann sowas nicht nachvollziehen, dass man so lange keinen Strom hat, wo doch alles in Deutschland so geregelt ist und die ganze Technik vorhanden ist und die Leute auch bereitstehen, ja, Bereitschafter, das zu machen. Ja. Und es war ja auch vorher angekündigt, ne, der Orkan. Die beiden haben Glück, sie haben einen Ofen. Andere sitzen gerade in ihren Häusern bei 8 Grad Innentemperatur. Wie eine ältere Dame in der Nachbarschaft. Die weiß nicht im Bett, wie sie zittern soll. Ja. Die hat nämlich nur eine normale Heizung, die Pumpen laufen ja. Nicht. Ja. Da mussten wir im Dorf Decken sammeln. Ja. Also wenn man das jemandem erzählen würde, würde man sagen, das glaube ich in Deutschland ja. Nicht, ihr übertreibt. Nach dutzenden erfolglosen Versuchen zu erfahren, wann der Strom wieder da ist, hat jetzt einer im Dorf was gehört. Also ich habe mit dir heute gesprochen, unten, da ist die Schneise unten, da stehen die Starkstromverteiler drin. Aber da ist einer ist gerissen. Und jetzt müssen wir erstmal einen Kran haben, der schiebt, sonst kommt ihr mit ihrem Pickup nicht rein da. Ob das heute noch was wird, keine Ahnung. Dann ist sein Handy-Akku leer. Zum Glück hat er das Auto vor der Tür. Gleich wird Werner Dors Quielitz verlassen und ein bisschen rumfahren, damit seine Autobatterie wieder voll wird. Die EDIS sagte gegenüber dem NDR, man versuche schnellstmöglich wieder für Strom zu sorgen. Und seit einer Stunde ist Quielitz wieder am Netz.